wirklich ein bisschen größer als drüben. Im Endeffekt ist ja auch so geplant. Und jetzt haben wir eine Stahlproduktion, die sich wahrscheinlich auch gewaschen hat. So, jetzt brauche ich allerdings noch wieder schon große Knick. Ne, kleine brauche ich, ne? Die kleinen reichen in der Situation hier erstmal. Da brauche ich gar nicht die großen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, ich habe mich nicht verzählt. Es sind 12 Öfen und da kommt 12 mal Stahl. Uiuiuiui. So. Und der wird dann wahrscheinlich auch erstmal nach oben machen. Tun werden. So. Jetzt will ich mal kurz gucken. Nach oben hin. Okay, da sind welche. Ist das alles? Ja, ne? Hoffe ich. Da unten hin waren es da welche. Jetzt werde ich allerdings nochmal ein Radar gleich aufbauen. Und quasi hier scannen lassen. Das könnte dann zum Beispiel hier rumstehen oder so. Das stört dann auch keinen. Bip, bip. Machen wir zwei Radar. Und dann schauen wir mal. Hallo Zug. Na, wie geht's dir denn so? Vielleicht werde ich auch auf die andere Seite hier unten hinsetzen. Eins, ne? Also das war nach unten und nach oben hin so ein bisschen scannen können. Lalalala. Schauen wir mal. Vielleicht hier in den Walde oder so. Oha, der Smog breitet sich immer weiter aus. War ja natürlich vorgesehen. Oder ja. Ne? Dass es hier doch ein bisschen smockiger wird. Ich hoffe, der Gute hat auch irgendwie eine Art mit Atemmaske oder so, ne? Das wäre auch toll, ne? Wenn er irgendwann so einfach bumm macht und umfällt und sagt so, ich krieg selber keine Luft mehr. Das ist ja teilweise in China und so katastrophal, ne? Also, weil das Problem ist ja auch, die produzieren ja ohne Ende und die haben überhaupt keine Luftfilter oder so in ihren Anlagen. Ich hoffe, das wird sich demnächst dann auch mal ein bisschen ändern, dass sie dann da auch ein bisschen hinterher sein werden. Aber bisher hat sich ja da auch nichts getan. Ne? Nach dem Motto, hey, wie wär's, wenn ich denn doch in der Großstadt nochmal Luft kriege? Ah, so denn. Vielleicht produziere ich... Ach ja, wir können übrigens mittlerweile auch Raketen produzieren, aber naja, dafür fehlen uns doch ein paar Ressourcen. Die werden wir aber demnächst auftreiben. So, ich produziere mal noch ein bisschen Munition. Ich bin nämlich so arg munitionsarm. Und gönn mir noch einen Fisch. Diddlediddlisch. Ey, den gibt's doch auf dem Tisch. So, lecker. Yam, yam. Ja, wie gesagt, möchte ich doch gerne ein Radar hier ungefähr hinbauen. Und jetzt machen wir uns mal ein paar schöne Werkzeuge. Aus Stahl. Ja, toll. Jetzt habe ich natürlich das Ganze ein bisschen blöd angesetzt, dass ich erstmal die Patronen herstellen lasse. Und dann quasi erst den Stahl. Ja, ich glaube, so ein bisschen mehr hier so hin bei der Kohle vielleicht. Das wäre, da brauchen wir eh Strom hin. Ja, das wäre nicht schlecht. Dass wir hier so ein bisschen gucken. Piep-piep-mäßig. Reicht hier, glaube ich. So, dann werden wir das Ganze hier schon mal ein bisschen anschließen an den Strom. Schalala, hier einmal mitten durchs Feld. So, jetzt nach oben vielleicht. Bop, bop. Bop, okay. Und bop. Und warum schließt du dich jetzt dem Strom nicht an? Brauche ich dazwischen was? Ja, hier geht's. Also, ich verstehe. Weil hier zwischen kann er nicht reingesetzt werden. Jetzt haben wir nach unten hin schon mal ein Radar. Uiuiuiui. Dementsprechend sehen wir ja auch einige Bewegungen mehr, die so aktiv da unten rumkrepeln. Und wenn wir M drücken, sehen wir jetzt hier auch diesen wunderschönen großen Kasten,
wo wir sehen, so weit kommt das Radar. Boah, ist noch nicht wirklich weit, aber wir sehen auch, wie weit der Smog hier erstmal geht. Boah, es geht ja noch, würde ich sagen. Ne? Hier ist ja noch der Wald und so was. Gut, der wird es ein bisschen aufhalten, aber ich denke auch nicht allzu sehr. So. Tralala. Jetzt machen wir das Ganze nach oben natürlich auch wieder hin. Der Zug ist gerade weggefahren, deswegen bin ich so wupp, einfach mal durchgerannt. Und zwar am besten, jetzt bin ich voll in den Wald gerannt. Ich bin auch ein Held, ne? So, aber unser schönes Werkzeug ist auch langsam fertig. Können wir uns da durchackern. So, hier oben ist ein Kupferfeld. Das ist sehr schön. Aber ein Baum von euch stört mich gerade. Und der nächste Kandidat. Jawohl, kommen Sie her, kommen Sie ran. Mann, Mann, Mann. Sodele. Nach hier oben quasi hin. Würde ich nämlich gerne mal bei M gucken. Ja, so weit reicht nämlich das Radar da unten nicht. Das ist hier oben die Grenze bei dem Kupfer. Und dann können wir hier, nicht N, M, bitte wieder nach. Ja, können wir hier oben das ansetzen ein bisschen. Vielleicht hier so bei dem Ölzeug und so. Tralala. Ja, genau, die Pfütze meinte ich. Dass wir das hier so ein bisschen in die Mitte setzen. Ja, und es ist noch sehr weit bis hier oben quasi zu denen hin. Boah, das sieht gut aus. Ich würde sagen, hier ein Radar hin. Das könnte schon mal nützen. Nicht zu tief, nicht zu hoch, aber bumm. So, da sitzt es nun. Jetzt brauchen wir wieder Strom auf die Achse. Lalalalalala. Ja, klappt das so? Wunderbar. Das ist schön. So, jetzt werden wir hier wahrscheinlich ein bisschen nach links ausweichen, um den Wald rum. Und dann hier wieder runter. Ich hoffe, das reicht auch von den Mästen her. Ja, sieht so aus. So, und jetzt haben wir auch oben ein Radar, was ein wenig oben scannt. Ne? Jetzt haben wir hier eine kleine Lücke, aber das ist ja nicht so toll. Ist ja nicht so schlimm. Also falls jetzt wirklich was angeranzt kommt oder so, ja, dann stürzen sie sich erstens aufs Radar wohl möglichst. Und zweitens, ja, hoffe ich, dass der Alarm erschrillt. Und zweitens, werde ich da jetzt auch erstmal gleich ein paar Posten vielleicht hinbauen oder so, falls da mal was kommt. Das ist ja schon ein Stückchen von der Base, ne? Naja, aber da müssen wir auch mal sehen, dass wir uns da oben und unten ein bisschen absichern. Etc. Und vor allem auch hinten die Base noch absichern, pipapo. Und uns so ein bisschen wieder einigeln. Momentan sind wir hier richtig nackig offens und sonst wie am Rumlaufen. Ich könnte eigentlich den Stall auch andersrum abholen lassen, ne? Wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich glaube, ja, es wird uns nicht so viel bringen dann. Aber schauen wir mal. Aber das sieht doch schon mal sehr gut aus mit der Kokelei. Gut, was wir machen könnten, wäre jetzt mitten in die Base noch ein Radar setzen. Oder so. Dass quasi diese Lücke hier zwischen, die man jetzt nur auf der rechten Seite sieht, auch verschwindet. Dann wäre das komplett hier quasi, gemanagt okay. Dann könnten wir da alles erstmal sehen, was hier so rumfleucht und kreucht. So, dann setzen wir hier ein Radar hin und dann ja, müssen wir allerdings ein bisschen auf unsere Stromrechnung langsam mal achten, weil die Radars, die verbrauchen auch eine Menge. Wie man sieht, mittlerweile fast ein Megawatt. Wow. Das ist mega viel. Logischerweise.
So. Ja, da oben staut sich schon wieder ein wenig. Das macht nichts. Ich weiß gar nicht, ob die Kiste schon langsam voll ist hier hinten. Oder ob der noch schön abgreift. Ne, noch greift da schön ab. Und wir könnten jetzt hier zum Beispiel auch mittlerweile Steinwände bauen und sowas. Und dann ja, uns langsam auch wirklich einigeln. Und auch ein paar Tore und so. Und demnächst dann auch Laserturm und so weiter. Das war nach oben, nach unten hin und. Ja, das Fabrikgelände so ein bisschen absperren. Damit, falls die Viecher doch mal irgendwie da ein Problem mitkriegen, dass die dann doch ein bisschen ferngehalten werden. Ne? Aber naja, ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Und vor allem werde ich die Grenzen ziemlich weit hoch und runter ziehen. Und sowas. Und dann, ja, werden wir eine Menge Steine verbrauchen. Ui, da ist der Zug wieder. Wie schön, wie schön. Ja. Ich guck mal, wie voll er noch ist. Hallo. Ich möchte mal gerne in den Zug gucken. Oh ja, es geht. Also, allzu voll ist er nicht. Könnte mehr mitbringen. Theoretisch. Praktisch, ja, könnten wir auch mehr produzieren. Aber das kommt vielleicht auch noch. Wer weiß es. Na gut, aber ich würde sagen, ich mach mal ein Päuschen, lass die kleine Maus raus, weil ich kratzt gerade schon wieder an der Tür rum. Ich höre das gar nicht, weil ich habe eine schöne Ohrstöppel im Öhrchen. Ja, wo ich den schönen Ingame-Sound und so höre. Und ja, würde dann sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Und dann geht es natürlich wieder in die Produktion von Fläschchen, also sprich hier die schönen Wissenschaftspakete. Und zwar nicht nur die roten und die grünen, nein, auch die blauen werden wir dann machen. Und ihr seht schon, da wird eine Menge Fabrikation für, ja, gebraucht. Also da müssen wir jetzt eine Riesenmenge für aufbauen. Und der Wald stört mich oben ein bisschen. Ich glaube, den können wir auch riesig abroden. Ich habe mir nicht umsonst 10 Stahlwerkzeuge erschaffen. Nein, ich werde sie auch wahrscheinlich